Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert. Nicht nur in der Natur passiert das, zum Beispiel durch geologische Prozesse oder gar durch die biologische Evolution. Nein, auch der Mensch greift in diese Veränderungen ein, zum Beispiel durch die Entwicklung seiner Technik. Und das hat intensive Umwälzungen zur Folge. Wer hätte sich vor einigen Jahren vorstellen können, wie tief der Computer letztendlich unser Leben verändern wird? Heute ist er überhaupt nicht mehr wegzudenken. Wir zeigen Ihnen mal einige Beispiele dafür. Beispiel Tokio. Hier zeigt sich ein Phänomen, das einer gesellschaftlichen Revolution gleicht. Computerspielhallen. Immer zahlreicher werden sie und vor allem junge Leute unterliegen ihrer Faszination. Erlebt wird hier nicht mehr die Wirklichkeit, sondern die Emotionen finden in der künstlichen Computerwelt statt. Überdies erscheint der Cyberspace bunter und spannender als die Realität. In einigen Ländern verbringt ein Großteil der Jugendlichen so die gesamte Freizeit. In dieser Computerwelt gibt es Superstars und die digitalen Phantome dienen als Vorbilder, prägen Modetrends und sind oft bekannter als die real existierenden Pop-Idole. Die Zahl der Computerspieler steigt weltweit explosionsartig an. Und sie müssen nicht alleine in ihren Illusionen leben. Das Internet verbindet Millionen von Spielern, die wie hier jeweils eine Computerfigur nach ihren Vorstellungen agieren lassen. Virtuelle Staaten entstehen so, in denen die Spieler eine ganz andere Rolle einnehmen können als in ihrer Alltagswelt. Immer realistischer werden die Figuren. Sie sollen eine Mimik und Körpersprache beherrschen, die den Menschen aus Fleisch und Blut kaum mehr nachsteht. Damit können sich noch leichter emotionale Bindungen in dieser virtuellen Welt aufbauen. Realität und Fantasie lassen sich so immer schwerer voneinander trennen. Die Computerentwicklung wird immer weiter vorangetrieben. Viel Zeit und Geld werden investiert. Computerchips verdoppeln alle 2 Jahre ihre Leistung und im gleichen Maße verbessern sich die Möglichkeiten in den virtuellen Welten. Die gesamte der Menschheit zur Verfügung stehende Rechenleistung wächst in unvorstellbarem Ausmaß. Wir sind dabei, unsere ganze erfassbare Welt in Zahlen umzuschreiben. Dazu kommt die immer enger werdende Verbindung der Computer untereinander. Die ganze Erde wird so vernetzt und der Informationsaustausch läuft mit unvorstellbarer Geschwindigkeit ab. Und das hat Folgen für jeden Einzelnen von uns. In dieser neuen Computerwelt ist heute schon das möglich. Ein Operationssaal, in dem Ärzte nur Zuschauer sind. Der chirurgische Eingriff wird von einer Maschine durchgeführt, scheinbar selbstständig. Aber gesteuert wird dieser Roboterarm aus mehreren tausend Kilometern Entfernung. Der Spezialist befindet sich auf einem anderen Kontinent und bewegt das Maschinenskalpell über Sprachbefehle und Joysticks. Am anderen Ende der Leitung führt der Roboter dann diese Handgriffe aus. Unterstützt wird diese Operation von hochauflösenden Tomographen. Im Computer ist der Körper des Patienten dreidimensional dargestellt. Das erleichtert die Lokalisierung des Tumors, der entfernt werden soll. Und diese Ingenieure arbeiten ebenfalls im virtuellen Raum. Sie entwerfen ein Wasserkraftwerk. Wie in einem Computerspiel werden das Röhrensystem und die Turbinen dargestellt. An den unterschiedlichen Farben erkennt man die lokalen Strömungsgeschwindigkeiten des Wassers. Mit einigen Klicks lässt sich der Aufbau verbessern. Vorteile, die eine Konstruktion in der virtuellen Welt bietet. Vor allem das Internet hat unser alltägliches Leben intensiv verändert. Statt Briefe werden E-Mails versendet, Informationen werden aus dem Netz gezogen und An- und Verkäufe getätigt. Aber diese Parallelwelt, die sich hier aufbaut, die ist verletzlich und das hat auch technische Gründe. Denn keiner weiß genau, welchen Weg die Datenpakete zum Empfänger nehmen und diese Unübersichtlichkeit, die öffnet das Tor zum Missbrauch. Nicht nur Viren können platziert werden, sondern wie im täglichen Leben ist auch Betrug und sogar Spionage möglich.
Im Internet werden die Informationen in kleine Datenpakete zerlegt, die dann auf sehr unterschiedlichen Wegen die Adressaten erreichen. Computer entscheiden darüber, welchen Weg das einzelne Datenpaket nehmen soll. Diese Übertragungsstrategie macht das Internet ja auch so schnell, denn die Verteilungscomputer suchen immer nach Lücken auf den Datenbahnen, um Verzögerungen für die Informationspakete zu vermeiden. Deshalb aber ist das Internet auch so anfällig für den Missbrauch. Würde man versuchen, an den Knotenpunkten Kontrollen einzurichten oder bestimmte Übertragungswege vorzugeben, ginge alles, wenn überhaupt, nur noch im Schneckentempo. Es käme zu regelrechten Staus. Wegen dieser Offenheit des Übertragungsnetzes können Übelwollende auch immer wieder unauffällig in die Abläufe eingreifen. Sie verpacken zum Beispiel Spionageprogramme als harmlose Datei. Und wie ein trojanisches Pferd gelangt so dieses gefährliche Programm in den Heimcomputer. Die Neugier der Menschen ist der häufigste Verbreitungsweg für solche bösartigen Computerprogramme. Ein einfacher Klick auf den E-Mail-Anhang und der Schädling ist installiert und spioniert dann geheime Passwörter oder Kreditkartendaten aus. Es gibt sogar solche Programme, die live alle Aktivitäten am eigenen Computer weitergeben und so auch alle persönlichen Daten, wie etwa Geheimzahlen, an den ungewollten Empfänger vermitteln. Um nicht nur auf das Öffnen von E-Mails angewiesen zu sein, suchen Kriminelle ständig nach neuen Wegen, um Computer zu kapern. Der Dschungel des Internets bietet dafür zahlreiche Möglichkeiten. Hier zum Beispiel im Rotlichtmilieu des Netzes. Die Verlockungen verleiten so manchen zur Unachtsamkeit. Doch wer hier falsch klickt, kann sich schnell schädliche Programme einfangen. Und noch etwas kommt hinzu. Hat solch ein Schädling seinen Wirt befallen, kopiert er sich selbst und verschickt sich zum Beispiel an alle auffindbaren E-Mail-Adressen. Die Verbreitung fällt deshalb so leicht, weil weltweit 96% aller Computer auf einheitlichen Betriebssystemen laufen, denen der Windows-Familie. Fast alle Schädlinge sind daher auf Windows spezialisiert. Ein Nachteil dieser Monokultur in der Computerwelt. Die Abwehr solcher Angriffe auf das Internet ist die neue Aufgabe. Und sie findet zum Beispiel hier in England statt. Geradezu symbolisch dafür ist der Ort, ein ehemaliger Atombunker. Heute beherbergt er ein Warnzentrum für Computerviren und Hackerangriffe. Um solche Attacken zu erkennen, werden vor Viren ungeschützte Computer im Internet postiert. Weltweit sind es einige Tausende dieser Ködermaschinen. Werden sie befallen, schlagen sie Alarm. Nach der Analyse entwickelt man dann Schutzprogramme, die immer wieder neu im eigenen Heimcomputer installiert werden müssen. Die Anzahl und Vielfalt von Computerschädlingen hat in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen. Man ist beunruhigt, da die Angriffe immer gezielter werden und der Virusaufbau immer raffinierter. Alle 20 Minuten wird zurzeit eine neue Variante registriert. Dabei geht es aber nicht nur um Geld. Häufig stecken auch politische Motive hinter den Cyberattacken. Spionageprogramme sollen sich unbemerkt in den Computern festsetzen, die geheime Informationen gespeichert haben. Und diese dann, wiederum unbemerkt, an bestimmte Adressaten senden. Solche Fälle wurden schon aufgedeckt. Eine Spur führte nach Russland, wo offenbar jemand an einer amerikanischen Raketensteuerung interessiert war. Denkbar in der neuen Computerwelt ist vieles. Und einiges auch schon machbar. Werden Supercomputer verkauft oder eine neue Software, so können sie die Spionageprogramme schon enthalten. Offenbar existiert auch schon die nächste Generation von Virenangriffen. Der neue Trend, keine komplexen Alleskönner mehr, die das gesamte Internet befallen, sondern Trupps aus winzigen, spezialisierten Teilviren. Getrennt unterlaufen sie die Virenschutzprogramme und gemeinsam greifen sie dann den ausgewählten Zielcomputer an. Dabei geht es nicht mehr um beliebige Heimcomputer, sondern um wichtige Zentralcomputer, die komplexe Abläufe steuern. Und das bedroht dann ganze Regionen oder Staaten. Ein Horrorszenario zum Beispiel ist,
wenn so die computergesteuerte Stromversorgung lahmgelegt wird. Nicht in allen Teilen der Welt kommt es ja zu diesen dramatischen Veränderungen durch das Internet und durch den Computer. Ausgeschlossen von dieser Entwicklung sind die armen Länder der dritten Welt. Das liegt einmal an der Ausbildungssituation, zum anderen aber auch am Geld. Zwar gibt es Versuche, einfache und billige Computer herzustellen. Das hier zum Beispiel ist ein Modell. Die Energieversorgung, die passiert hier über diese Kurbel. Auch die Software ist relativ einfach gehalten. Aber dieser Computer, der nützt noch nicht allzu viel, denn es fehlt ja für das Internet auch an Telefonanschlüssen zum Beispiel. Und die sind in diesen Ländern äußerst rar. Wir stehen also vor der Situation, dass die Welt zweigeteilt ist, in eine Informationsgesellschaft aufgeteilt und in den Rest der Welt. Aber auch in dieser Informationsgesellschaft kommt es zu Schwierigkeiten. Machtkämpfe finden da statt. Barrieren werden aufgebaut. Es öffnet sich eine gespenstisch neue Computerwelt. Eine Gemeinsamkeit hat das Internet mit der realen Welt. Um Daten zu senden oder zu empfangen, braucht jeder Computer eine Adresse. Diese Adressen sind zu Gruppen zusammengefasst. Jedes Land repräsentiert eine solche Gruppe. So kommt es zum Beispiel zu dem Anhang DE für Deutschland. All diese Adressen müssen organisiert und verwaltet werden. Und das geschieht zurzeit in den USA über eine Organisation, die dem US-Wirtschaftsministerium verpflichtet ist. Viele Staaten sehen darin eine Gefahr, weil hier theoretisch entschieden werden kann, ob Gruppen oder gar Länder vom Internet ausgeschlossen werden sollen. Einige wollen deshalb diese Macht über das Internet lieber den Vereinten Nationen übertragen, bis jetzt jedoch ohne Erfolg. Die Diskussion darüber, wer nun wirklich das Internet beherrscht, hat noch andere Facetten. Die Möglichkeit des freien Informationszugangs über jeden Telefonanschluss und damit auch die freie Meinungsäußerung und die Verbreitung regimekritischer Bilder ist nicht überall erwünscht. Beispiel China. Zwar konkurriert die Volksrepublik wirtschaftlich mit den westlichen Ländern, doch an deren Demokratieverständnis ist sie weniger interessiert. Das Volk unterliegt einer strengen Informationspolitik, auch wenn es um das Internet geht. Die Regierung erlaubt hier nur einen reduzierten Zugang. Informationen werden gefiltert und zensiert. Und die westlichen Betreiber von Suchmaschinen zum Beispiel helfen bei dieser Internetzensur. Denn sie wollen vom lukrativen chinesischen Markt nicht ausgeschlossen werden. So zeigt die chinesische Version von Google nur die von der Regierung erwünschten Seiten an. Diese Zensur ist technisch relativ einfach zu realisieren. Denn eine Suchmaschine sucht ja bei Anfrage nicht direkt im Internet, sondern der Betreiber speichert und pflegt in seiner gigantischen Datenbank nur ein Abbild des weltweiten Netzes. Und in dieser eigenen Datenbank ist es ein leichtes, bestimmte Internetadressen zu sperren. Das empörte einige chinesische Studenten. Und sie versuchten, diese Blockaden zu umgehen, um an die vollständige internationale Version von Google zu kommen. Doch die Regierung nutzte ihre Macht über die Internetanbieter und zwang sie, die unzensierten Informationen zu blockieren. Seiten wie die der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sind so in China überhaupt nicht zu erreichen. Und wenn von chinesischen Dissidenten anonym Seiten ins Netz gestellt werden, beugen sich Unternehmen wie Yahoo dem Druck der chinesischen Regierung und geben die Identität dieser Personen preis. Roboterprogramme durchforsten diese Seiten im Netz nach Begriffen wie Justiz, Gerechtigkeit oder Demokratie. Tauchen sie auf, werden die Namen der Inhaber verraten. Die illegalen Seitenbetreiber, unter ihnen viele Journalisten, erwartet ein hartes Urteil. Und das, weil sie das Internet zur freien Meinungsäußerung genutzt haben. Aber auch bei uns besitzen die Suchmaschinen Macht. Wird ein Begriff eingegeben, so entscheidet die Suchmaschine, welche Website zuerst auftaucht. Denn sie ordnet ihr einen Rang zu. Der Rang einer Seite ist zum Beispiel höher, je mehr andere Seiten einen Hinweis auf sie geben. Über den Rang entscheidet auch, mit welcher Häufigkeit der Suchbegriff auf dieser Seite erscheint.
Ein oberer Platz auf der Trefferliste ist gut fürs Geschäft. Und deshalb versuchen einige Unternehmen, das Suchergebnis zu manipulieren. Ein prominentes Beispiel, eine deutsche Autofirma. Um den Verkauf von Neuwagen anzukurbeln, griffen Webseitenprogrammierer in die Trickkiste. Ein verstecktes Unterprogramm gaukelte der Suchmaschine eine extrem hohe Wichtigkeit für den Begriff Neuwagen vor. Die Automarke tauchte so häufiger auf. Als Konsequenz sperrte Google diese Seite komplett. Nur die Spitze eines Eisbergs? Sie sehen, dass man nicht allen Informationen aus dem Internet trauen kann. Und es gilt ja auch die alte Weisheit, das Netz ist nur so gut wie diejenigen, die es mit den Informationen füttern. Aber auch die Freiheit des Internets in Deutschland ist nicht grenzenlos. Alle Kontakte, die wir von unserem Computer aus machen, müssen von den Betreiberfirmen registriert werden. Und diese Situation verschärft sich auch noch Ende des Jahres. Aber dennoch, das Netz soll immer schneller werden. Man sucht nach Supercomputern. Man versucht, die Hardware zu verbessern, sie immer schneller zu machen. Man stößt dadurch auch sogar in die Quantenwelt vor. Und da zeigen sich einige Überraschungen. Die Computer sind so leistungsfähig geworden, dass sie auch sehr komplexe Abläufe in Echtzeit simulieren können. Zum Beispiel das Zünden einer Atombombe. Dieser Supercomputer in den USA wird bei der Entwicklung von Nuklearwaffen eingesetzt. Die Zahl der real ausgeführten Tests kann so eingeschränkt werden. Keine militärische, aber vergleichbar komplexe Herausforderung für die Computer ist die Simulation des Erdklimas. Um das zu schaffen, wird die Atmosphäre unseres Planeten virtuell mit einem Raster durchzogen und das Wettergeschehen an den Schnittpunkten berechnet. Ein gigantischer Aufwand. Dieser japanische Supercomputer wurde nur für diese Aufgabe konstruiert. Dessen globale Wettersimulation zeigt erstaunlich viele Details. So jagen digital erzeugte Taifune über diese künstliche Erde. Die vergrößerte Rechenleistung ist zum Statussymbol einiger Nationen geworden. Ein regelrechter Wettstreit um die Computerpower ist entfacht, vor allem zwischen den USA und Japan. Und hier, in den Chipfabriken, wird der eigentliche Wettstreit ausgetragen. Immer kleiner und schneller sollen Prozessoren die Rechengehirne der Computer werden. Als Rohstoff dienen meist Siliziumscheiben. Ähnlich wie bei einem Foto werden die Prozessorschaltpläne auf die Siliziumscheiben projiziert. Anschließend entsteht durch Ätztechniken der eigentliche Prozessor. Heute passen über 350 Millionen Transistoren auf einen Chip. Die Transistoren sind die Mikroschalter, die die Rechenaufgaben ausführen. Auf welchem Raum sich das alles abspielt, zeigt der Vergleich mit einem menschlichen Haar. Doch der Hunger nach mehr Rechenleistung ist kaum zu stillen. Fieberhaft wird nach immer neuen Möglichkeiten gesucht, die Prozessoren noch kleiner und schneller zu machen. Doch dabei stößt man zunehmend auf physikalische Grenzen und Probleme. Eines davon sind die sogenannten Leckströme. Ein Teil der Ladungsimpulse verlässt dabei die winzigen Leiterbahnen und versickert im Prozessor. Der erwärmt sich und das wiederum stört seine Funktion. Und auch das kann passieren. Ladungsimpulse springen auf benachbarte Bahnen über und können den Prozessor zerstören. Gesucht wird nach immer kleineren Computerchips, auf denen immer mehr Schaltelemente untergebracht werden können. Weil herkömmliche Siliziumchips dabei physikalisch ihre Grenzen haben, dringt man tief in eine neue Welt ein, in den Nanokosmos. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Kohlenstoffatome. Aus ihnen lassen sich Nanoröhrchen herstellen, durch die elektrische Ladungen verlustfrei fließen können. Das ist deshalb wichtig, weil sich durch den fehlenden elektrischen Widerstand der Chip nicht erwärmt. Und auch Leckströme treten nicht auf, denn die Elektronen sind im Atomgitter regelrecht gefangen. Vor kurzem gelang damit sogar der Aufbau eines kleinen Schaltkreises. Denn nicht nur Leiter, sondern auch Transistoren, die Schaltelemente eines Computers, sind mit dieser Technologie realisierbar. Auf dem Weg zum Nanocomputer suchen Forscher nach immer neuen Materialien.
Einzelne Moleküle sollen zum Beispiel die Schaltfunktionen eines Transistors ersetzen. Dabei müssen sie eindeutig zwei Zustände annehmen können, die sich in der digitalen Welt der Computer als Ja-Nein-Aussage interpretieren lassen. Um das zu erreichen, werden die Moleküle regelrecht umgebaut. Vor allem mit den relativ großen Molekülen, die man aus organischer Chemie kennt, lassen sich diese Experimente durchführen. Hier entsteht zum Beispiel ein Nanospeichermodul. Die Moleküle gehen von selbst in eine bestimmte Ordnung über. Das Fundament bildet als elektrischer Leiter eine Goldschicht. Eine zweite Kontaktfläche wird geschaffen. Und eine angelegte elektrische Spannung versetzt diesen Molekülverband in zwei Zustände, in 1 und 0, die Sprache der Computer. Wenn man zu noch kleineren Dimensionen vorstößt, so gelangt man in die Quantenwelt. Hier verlieren sich einige der uns vertrauten Gesetzmäßigkeiten. Es eröffnet sich ein Reich der Unschärfe und alles passiert nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Könnte man die Gesetze des Quantenreichs auf unsere Welt übertragen, wäre sie äußerst skurril. Unsere Umgebung würde sich verwaschen darstellen, je nachdem, wie die Wahrscheinlichkeiten verteilt sind. Die Objekte könnten mehrere Zustände gleichzeitig einnehmen. So wie hier dieser Quantenbasketball, der erst beim Hinschauen die uns vertraute physikalische Realität wiedergibt. Ohne diese Beobachtung sind alle Variationen möglich. Und diese Parallelität von Vorgängen lässt Wissenschaftler von einem neuartigen und superschnellen Computer träumen, dem Quantencomputer. An solchen Prototypen werden die Grundlagen erforscht. Mit Laserlicht beschießt man Ionen und bringt damit die Elektronen, die sich um den Atomkern bewegen, auf unterschiedliche Energiezustände. Das wird später zum Rechnen ausgenutzt. Der Vorteil eines solchen Computers ist, dass, wie beim Basketballspiel gesehen, in der Quantenwelt alle Zustände gleichzeitig präsent sind. Hinzu kommt, dass diese Zustände in den örtlich voneinander getrennten Ionen miteinander so verbunden sind, dass sie auf einmal abgefragt werden können. Mit dieser Überlagerung besäßen nur 50 Atome mehr Rechenleistung als alle heutigen Computer zusammen. Doch von der technischen Realisierung, wenn sie überhaupt je einmal gelingen sollte, ist man beim Quantencomputer noch weit entfernt. Keiner weiß heute genau, wie ein Quantencomputer wirklich funktionieren soll, aber die Forschung, die läuft ja schrittweise ab. Parallel dazu wird daran gearbeitet, die Computerarchitektur zu verbessern, das heißt, die Abfolge der Rechenschritte im Computer zu optimieren. Laser werden eingesetzt, versuchsweise, um Informationen ein- und auszulesen. Man sucht nach neuen Materialien, um die Computer schneller zu machen. Das hat ja in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert. Man hat immer schnellere Computer bekommen, immer neuere Generationen von Computern. Aber dann kam plötzlich ein anderes Problem zutage. Wohin mit den ausgedienten Computern? Wohin mit dem Computerschrott? Dies ist die Kehrseite unserer schönen neuen Computerwelt. Berge von Elektronikschrott. Etwa 20 Millionen Tonnen fallen weltweit jedes Jahr an. Tendenz stark steigend. Und diese Computer zum Beispiel waren nie im Einsatz. Nagelneu wandern sie direkt auf den Schrottplatz. Schuld daran ist die rasend schnelle Entwicklung bei den Geräten und der Hunger der Konsumenten nach dem immer letzten Stand der Technik. Röhrenmonitore sind heute kaum mehr zu verkaufen. Die Lagerbestände werden abgestoßen und landen hier. In den Geschäften sind nur noch Flachbildschirme zu sehen. Und auch bei den Computern lockt stets das neueste Design. Elektronikschrott ist das Problem des digitalen Zeitalters. Früher hat man es sich einfach gemacht. Der Elektroschrott wurde verbrannt. Interessiert war man nur an den herausgeschmolzenen Edelmetallen. Doch die Folgen für die Umwelt waren verheerend. Denn in Computern, vor allem in den Platinen und deren elektronischen Bauteilen, stecken hochgiftige Substanzen. Diese Methode der Entsorgung ist in vielen Ländern auch heute noch verbreitet. Die Computer werden geschreddert und auf Deponien gebracht.
In Japan hat man Elektronikschrott sogar als Aufschüttmaterial zur Landgewinnung benutzt. Doch so gelangten Gifte und Schwermetalle in die Nahrungskette und letztendlich auch zum Menschen. Deshalb erlassen immer mehr Industrieländer Gesetze, die das Recyceln von Elektronikschrott vorschreiben. Doch das führt dazu, dass unerwünschter Schrott jetzt oft auf eine Weltreise geht. In Containerschiffen fahren die alten Computer in die Länder der dritten Welt. Und dann tauchen sie zum Beispiel hier wieder auf, in Indien. Das Recyceln von Elektronikschrott hat sich zu einem ganzen Industriezweig entwickelt. Die Computerplatinen bekommen auf einmal einen neuen Wert, denn in geringen Mengen enthalten sie ja Edelmetalle wie Silber, Gold oder Platin. Mit starken Säuren lösen die neuen Goldgräber die Kunststoffplatinen auf. Dabei atmen sie giftige Dämpfe ein und hantieren mit bloßen Händen in den ätzenden Säuren. Die Ausbeute ist gering, der Erlös reicht gerade mal zum Überleben. Ohne über die Gefahren Bescheid zu wissen, setzen die Menschen ihr Leben aufs Spiel. Für eine Handvoll Gold. Die unbrauchbaren Reste werden meistens verbrannt. Und die giftigen Flüssigkeiten einfach in der freien Natur entsorgt. Schließlich wartet schon der nächste Stapel Platinen auf die Aufarbeitung. So ist es wie immer im Leben. Alles hat seine zwei Seiten. Es gibt nicht nur die schöne, glitzernde Computerwelt. Aber Computer sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wir müssen diese Probleme angehen und lösen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal dann. Guten Abend.